Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man mit Hilfe des Taschenrechners Aufgaben bewältigen kann, wo der Stichprobenumfang oder kurz gesagt die Anzahl der Versuche n gesucht ist. Zuerst zu der Problematik. Es gibt vier Größen, die eine Binomialverteilung ausmachen. N, offiziell auch Stichprobenumfang oder Kettenlänge genannt, oder vereinfacht gesagt die Anzahl der Versuche. P, die Trefferwahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem ein bestimmtes Ereignis auftritt. K, die Anzahl der Treffer. Und Groß P, das ist die Gesamtwahrscheinlichkeit. In diesem Tutorial werden wir uns Beispiele anschauen, wo nur N gesucht ist. Also, wenn N gesucht ist, müssen P, die Trefferwahrscheinlichkeit, K, die Anzahl der Treffer und Groß P, die Gesamtwahrscheinlichkeit natürlich gegeben sein. Zu unserem ersten Beispiel. Ein Glücksrad hat die drei Sektoren Rot, Gelb und Blau. Die drei zugehörigen Farben treten mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auf. Rot 30%, Gelb 40% und Blau wieder 30%. Die Fragestellung. Wie oft muss man das Glücksrad drehen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% mindestens zweimal Gelb zu erhalten? So, da wir uns im anwendungsorientierten Bereich bzw. bei Textaufgaben befinden, würde ich jedem jetzt empfehlen, auf Pause zu drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchzulesen, um richtig zu erkennen, was gesucht und was gegeben ist. Gehen davon aus, dass wir das jetzt erledigt haben. Und deshalb versuchen wir uns zu erinnern, die vier Größen, die uns interessieren, sind einmal das N, dann die Trefferwahrscheinlichkeit klein p, K und die Gesamtwahrscheinlichkeit groß p. Anhand der Fragestellung, wie oft muss man das Glücksrad drehen, ist es, glaube ich, gut erkennbar, dass N, und das war von vornherein klar, dass N gesucht ist. Dann, wenn wir weiterlesen und mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90%, damit natürlich die Gesamtwahrscheinlichkeit gemeint, und zwar sie muss mindestens 0,9 sein, und am Ende mindestens zweimal Gelb zu erhalten. Mindestens zweimal ist natürlich die Anzahl der Treffer, also größer gleich 2 muss unser K sein. Und die Farbe Gelb gibt uns den Hinweis, dass wir uns für diese 40% die Wahrscheinlichkeit, dass Gelb auftritt, interessieren. Also das ist dann unsere Trefferwahrscheinlichkeit. Anhand dieses Aufschiebs kann man dann sehr leicht eigentlich seinen Lösungsansatz bilden, indem man einfach das K, also die Trefferzahl, mit Hilfe der Zufallsvariable in die Gesamtwahrscheinlichkeit einbindet. Dann sieht das Ganze so aus. Groß P von x mindestens 2 mal gelb soll mindestens 0,9 betragen. Und an dieser Stelle müssen wir nur noch kurz umformen, damit der Taschenrechner unser Befehl versteht. Wir erinnern uns, bei mindestens nehmen wir immer das Gegeneignis. 1 minus P von x kleiner gleich 1 sind größer gleich 0,9. Dann fangen wir an, ein bisschen umzuschieben. Erstmal beispielsweise die 1 rüber mit minus 1, dann haben wir minus p von x kleiner gleich 1 ist größer gleich minus 0,1 und dann mal oder geteilt durch minus 1. An der Stelle sollten wir uns erinnern, wenn man eine Ungleichung mit einer negativen Zahl teilt oder multipliziert, dreht sich immer das Ungleichzeichen um. Das wird an dieser Stelle aus der größer gleich wird eine kleiner gleich. Und dann sind wir so weit, dass wir das Ganze dann mit dem Taschenrechner bearbeiten. Dafür bilden wir uns so eine kleine Übersichtstabelle für die Anzahl der Versuche. Auf der linken Seite die gesuchte Größe, auf der rechten Seite unser Ansatz. Und wir fangen an mit verschiedenen Ns rumzuprobieren. Natürlich sind die meisten Aufgabenstellen nicht so gestellt, dass man jetzt mit n gleich 200 probieren muss oder so, sondern wir fangen an mit kleineren Zahlen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit der 7 angefangen. Dann dafür habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,158 rausgefunden. Also wir sind noch über 0,1. Dann die nächste Zahl, die in Frage kam, war die 8. 0,106 kam hier raus. Da sind wir schon sehr knapp an die 0,1. Also die 9 wird es wohl sein und da hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,07. Also, das ist die erste Anzahl, wo die Gesamtwahrscheinlichkeit unter 0,1 war. Deshalb ist das auch unser Ergebnis.
Kurz gesagt, im Antwortsatz können wir vereinfacht sagen, das Glücksrad muss mindestens 9-mal gedreht sein, damit die Aufgabenstellung erfüllt ist. Bei der nächsten Beispielaufgabe. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vorher die Aufgabenstellung oder die gelöste Aufgabe einigermaßen verstanden habt, dann möchte ich euch bitten, an dieser Stelle auf Pause zu drücken, die Aufgabenstellung richtig zu lesen und zu versuchen, selbst die Aufgabe zu lösen. Am Ende könnt ihr immer noch mit meinem Lösungsweg vergleichen. Gehe jetzt davon aus, das wurde erledigt und deswegen geht es weiter. Wir versuchen wieder die 4 Größen aus der Aufgabenstellung rauszulesen, also n, klein p, k und die Gesamtwahrscheinlichkeit groß p. Also, bei einer Lotterie sind 5% der Lose Gewinne. Das ist die Trefferwahrscheinlichkeit für einen Gewinn und die liegt bei 5% bzw. 0,05. Wie viele Lose hätte man mindestens kaufen müssen? Also, die Gesamtanzahl der Lose ist gesucht, damit ist n gesucht, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens 2 Gewinnlose, mindestens 2 bedeutet, das ist unsere Trefferzahl, und die Gesamtwahrscheinlichkeit soll über 50% liegen. Also groß P ist mehr oder größer als 50% bzw. 0,5. Auf die gleiche Weise wie vorher können wir mit Hilfe von K und groß P über die Zufallsvariable unser Lösungsansatz bilden. Der lautet dann P von x mindestens 2 Gewinnlose soll über 50% liegen. Genauso wie vorher müssen wir das Ganze ein bisschen zuerst umformen, damit es der Taschenrechner erkennt. Über das Gegenereignis kriegen wir an dieser Stelle das raus. Dann schieben wir wieder die 1 rüber. Da haben wir minus p von x kleiner gleich 1 sind größer als minus 0,5. Und dann multiplizieren wir mit minus 1. Und natürlich dreht sich an dieser Stelle wieder das Ungleichzeichen um. Also es wird hier kleiner 0,5. Und jetzt können wir über eine Wertetabelle unser n bestimmen. Also, so wie vorher, links gesucht, rechts unser Lösungsansatz. Der soll kleiner als 50% sein. So, ist ja klar, anhand der kleinen Trefferwahrscheinlichkeit für die Gewinnlose müssen wir in eine größere Ordnung denken. Das bedeutet, ich habe jetzt mit n gleich 25 angefangen und da hatte ich noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,642. Das reicht noch nicht, wir müssen unter 50% kommen, deshalb die 26 wäre auch nicht wirklich eine gute Option, wir sind noch weit entfernt von den 50%, deshalb bin ich ein bisschen rumgesprungen auf die 33, da bin ich bei 0,5036 gelandet, also sehr knapp über die 50% und deshalb bei 34 bin ich dann unter 50% bei 0,4876 und das ist auch sozusagen unsere Antwort. Es müssen mindestens 34 Lose gekauft werden, damit die Aufgabenstellung erfüllt ist. Also mindestens 34 Lose müssen an dieser Stelle gekauft werden. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar kurze Hinweise. Als erstes, die grundsätzlichen Überlegungen gelten für alle Taschenrechner. Also unabhängig davon, ob ihr einen Casio oder einen Texas Taschenrechner habt, die Umformen bzw. Denkweisen sind immer anwendbar, nur die Eingabe in Taschenrechner unterscheidet sich. Zweitens, nehmt euch Zeit und liest aufmerksam die Aufgabenstellung, um natürlich die richtigen Ansätze bilden zu können. Und nicht zuletzt, es gibt noch zwei andere Fälle, wie bereits am Anfang dieses Tutorials erwähnt, wo man P oder K sucht, um ein Gesamtbild über die ganzen Aufgabenstellungen zu haben, solltet ihr euch auch dazu die passenden Tutorials in der gleichen Playlist anschauen.